Herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Translator 2022. Der Danny spielt das. Wir werden heute ein wenig IC fahren und stehen hier schon in Offenburg an Gleis 3. Und ich denke, ich werde das Ganze einfach mal starten. Guten Morgen, Kollege. Soeben hat dir ein Kollege von den 2216 hier in Offenburg aus Karlsruhe kommend überführt und bereitgestellt. Du wirst den Zug nun wiederum zurück nach Karlsruhe bringen, allerdings nicht als LZ, sondern als Fahrgastfahrt unter der Zugnummer 2216. Unterwegs hältst du dabei noch in Bahn und Raststadt. Heute verkehrst du außerplanmäßig mit umgekehrter Wagenreihung und fährst daher im Steuerwagen nach Karlsruhe. Mache nun erst einmal deinen Steuerwagen fahrbereit. Los geht es hier um 5.57 Uhr. Gute Fahrt! Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich werde das Ganze mal hier starten und den Zug aufrüsten. Und erstmal die Türen öffnen, würde ich sagen. So. Fahrtrichtung ist wieder nach vorne verlegen. Dann werden wir das auf dunkel machen. Wir werden das Spitzenlicht noch einschalten. Wir werden. Das braucht man nicht, aber. Das werden wir machen. So, das war's eigentlich, würde ich sagen. Dann werden wir uns mal ein wenig draußen umsehen, würde ich sagen. So, das ist also unser Zug. Können wir gleich mal ein schönen Screenshot von machen. So, das haben wir auch erledigt. Ja, es ist noch ziemlich früh am Morgen, das sieht man auch erstmal an der Sonne, die gerade aufgeht, und zweitens ist hier noch nicht besonders viel los. Aber das kann sich ja noch ändern im Laufe des Szenarios. So, Schublock ist natürlich unsere 101, diesmal im Gewand von 100 Jahre Bauhaus. Schauplatz Spielraum Meilenstein, Dessau eben. Und ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht. Sieht wirklich schön aus. Die 101 ist ja bekannt dafür, zahlreiche Werbebeklebungen zu haben und durch die Lande zu fahren. Und heute eben mal Bauhaus. So, davon machen wir auch ein schickes Foto, würde ich sagen. So. Ah, da höre ich was, da kommt doch was. Da sage ich doch. Ah, wunderschön. ÖBB Rejet. Ja, wunderbar. Das ist der Liegewagen. Perfekt. Wunderschön. Das dürfte auch eine 101 sein, oder? Ist eine 101, ja. So, wir haben gleich Ausfahrt. In gut anderthalb Minuten. So. Der hat bereits Ausfahrt. Junge, lass die Bremsen los. Du fährst gegen angezogene Bremsen. Wunderschön, wie die Sonne aufgeht. Wunderschön. So, damit hätten wir auch Ausfahrt, würde ich sagen.
So, ich würde sagen, wir schauen uns das alles schön von hier an. Lösen die Bremsen und los geht's. Erster Halt, Baden-Baden. So, ich würde sagen, können wir wenig aufschalten. Wir sind ja 160. Wunderschön, dieses Farbenspiel der Sonne, einfach traumhaft. Im Übrigen stammt dieses Szenario von Train FW. Wie immer ein wunderschönes Szenario, jetzt am Anfang schon, muss ich wirklich sagen. So, ich würde sagen, wir springen rein in den Führerstand. Und harren der Dinge, die so auf uns zukommen. Wie gesagt, das Szenario ist von Train FW und heißt mit Bauhaus vom Schwarzwald an die Ostsee. Und stammt aus dem Jahre 2019. Meine Damen und Herren, das Zugpersonal von DB Fernverkehr begrüßt Team IC 2216 auf der Fahrt nach Greifswald. Hauptbahnhof, unter anderem beteiligt Stuttgart, Mannheim, Köln, Dortmund und Hamburg. Hauptbahnhof, der nächste fahrplanmäßige Halt ist dann Baden-Baden. Zudem eine kleine Information, das Bordbistro befindet sich heute in Wagen 11. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Wunderschöne Ansagen. Wunderschön. Ey, das war falsch. Das wollte ich nicht. So, ein bisschen Fahrt aufnehmen hier. Im Übrigen ist der Steuerwagen bzw. der ganze IC-Wagenpark sowie auch die Schienen der 101 mit einem Soundbot ausgestattet. Und ich muss sagen, es hört sich wirklich toll an. So, und jetzt kommen wir wirklich auf Geschwindigkeit hier. 250 sind angesagt. Das heißt, wir werden jetzt mal locker flockig voll aufschalten und schauen, was wir erreichen können. Geschwindigkeit. Länger
ein wenig der Zeit hinterher. Vielleicht schaffen wir das ja noch wieder einzuholen. Wäre natürlich super. Bin wirklich gespannt, ob wir die 200 erreichen können. Das wäre doch, 250 werden wir nicht erreichen, aber vielleicht die 200. Die 200 zu erreichen, das wird sehr, sehr schwer, merke ich schon. Ich glaube fast, das ist nicht möglich. Wunderschön, diese leicht rosa Wolken, beziehungsweise roten Wolken, eingefärbt von der aufgehenden Sonne. Es ist einfach nur traumhaft. Na, immerhin kommen wir unserer Ankunftszeit wieder näher. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Es sind jetzt noch 20 Kilometer bis zum ersten Halt. In den Sonnenaufgang. Traumhaft.
So, 190 haben wir jetzt gleich. Aber die 200, das wird sehr, sehr schwer. Leider, wie ich feststelle, ein wenig zu wenig Kaltverkehr. Bis jetzt auf jeden Fall. Vielleicht ändert sich das noch, aber bisher ist leider viel, viel zu wenig. Ich habe bisher einen Zug gesehen, einen Kaltzug. Und ja. Verkehr. Immerhin auf der anderen Seite. Ein Güterzug. Wunderschön. So, Baden-Baden haben wir dann gleich erreicht. Der doch im Zug. Was ich übrigens noch fragen wollte, warum haben die IC-Steuerwagen keinen AFB-Schalter, beziehungsweise überhaupt keine AFB? Ist das normal oder ist das nur hier im Simulator so? Das würde mich mal interessieren. Ah, wir holen einen Güterzug. Traumhaft. Wunderschön. Also langsam kommt der KI ein bisschen in Schwung. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. So, ich würde sagen, wir machen jetzt das gleich mal so langsam, aber sicher bremsbereit. Das sind jetzt doch nur noch 5,5 Kilometer bis Baden-Baden. Aber so auf gerader Strecke ohne Gefälle ist es nicht mehr als 190 drin. Also keine 200. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir unseren Zwischenteil Baden-Baden. Der Ausstieg dann dort in Fahrtrichtung ist links. Von allen Fahrgästen, die aussteigen, verabschiedet sich das Zugpersonal von DB Fernverkehr und wünscht Ihnen noch einen.
lassen wir uns mal ein wenig ausrollen hier. Ah, Fernverkehr, endlich. Endlich mal ein ICE. Wunderschön. Dieser Soundmod ist wunderbar, oder? Der ist traumhaft. Wunderschön. So, lass uns hier schön sanft in den Bahnhof einrollen. So. Ankunft in Baden-Baden auf Gleis 4. Pünktlich, wie ich feststelle. Das war's dann auch schon wieder. Abfahrt. Nächster Halt, Rastatt. Wunderschön. Wunderschön. So, 250. Meine Damen und Herren, wir begrüßen die hier in Baden-Baden zugestiegenen Fahrgäste im Intercity 2216 auf der Fahrt nach Greifswald. Unter anderem mit Halt in Stuttgart Hauptbahnhof, Mannheim Hauptbahnhof, Köln Hauptbahnhof, Dortmund Hauptbahnhof und Hamburg Hauptbahnhof. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist dann Rastatt. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise.
So, hoffe ich, glaube ich, gar nicht mehr großartig. Aufschalten, weil er gleich eh 100 ist. Das heißt, wir werden schon mal wieder ordentlich übersehen. Da sind sie fleißig am Baggern. Wunderschön, wunderschön. So, dann wollen wir nochmal ein bisschen aufschalten hier. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir unseren nächsten Fahrplanwendighalt Rastatt. Der Ausstieg befindet sich dort in Fahrtrichtung rechts. Von allen Fahrgästen, die aussteigen, verabschieden wir uns und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag oder eine angenehme Weiterreise. Auf Wiedersehen. Ja, so schnell sind wir dann schon in Rastatt. Karlsruhe ist dann eigentlich auch nur noch ein Katzensprung. Da fährt nochmal ein Güterzug. Ja, hat uns wahrscheinlich gerade in Baden-Baden überholt. So, da werden wir jetzt die kleine Parallelfahrt mit haben. Wunderschön. Wir werden ihn leider nicht ganz folgen können, weil wir jetzt hier in Rastatt halten. Aber schaut euch das an. Der Güterzug bremst, wir bremsen auch. Wunderschön, wunderschön. Ah, wir haben noch ein paar Meter. So, wir öffnen die Türen. Wunderschön, wunderschön. Einfach Trauma. So, kann ich mal die Bremsen lösen?
mal wenig abschätzen, bis die Türen alle geschlossen sind. So, ich würde sagen, das dürfte der Fall sein. Dann auf geht's! Letzte Etappe! Auf nach Karlsruhe! So, 40. So, jetzt wird nochmal letztes Mal die Ansage kommen. Wir begrüßen hier in Rastatt alle zugestiegenen Fahrgäste im Intercity 2216 auf der Fahrt nach Greifswald via Stuttgart, Hauptbahnhof Mannheim, Köln, Dortmund und Hamburg. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Karlsruhe. Ein kleiner Hinweis, unser Bordbistro befindet sich heute in Wagen 11. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Wunderschön. So, dieser Zug reist von Offenburg in Richtung Ostsee. Wir haben allerdings schon in Karlsruhe Schluss und werden dort in Kürze einfahren, in gut 10 Minuten. Und ja, ich finde, das war ein süßes, kleines, hübsches Szenario mit einer wundervollen Lok. Ich stehe ja eh auf die 101 und die Werbebeklebung von Bauhaus, muss man nicht zu sagen, sieht auch wunderschön aus. Und dazu dieser Soundmod für den IC-Wagenpark samt Steuerwagen sowie für die 101. Also es ist einfach nur wunderschön. Dazu diese Lichtverhältnisse, eine Fahrt in die aufgehende Sonne, ein rundum gelungenes Szenario aus der Feder von Train FW, das sich dann nennt mit Bauhaus vom Schwarzwald an die Ostsee. Finden bei RailSim kostenlos downloadbar. So, wir passieren gleich Bietigheim.
So, Durmasheim. Habe ich auch noch nie gehört, den Ort, muss ich ehrlich sagen. Sie lese ich gerade zum ersten Mal. Durmasheim. Schaut euch mal das an, den Horizont. Wunderschön. So, und Karlsruhe nähert sich auch mit Riesenschritten. Güterzug. Ist immer wieder erstaunlich, was eine Lok alleine ziehen kann. Wahnsinn. Ich habe erst gestern noch einen Güterzug gesehen, weil ich am Bahnübergang halten musste und war auf Tour. Und da fuhr auch dann ein Güterzug, eine Lok, eine Baureihe 182. Solo, was die gezogen hat. Also Wahnsinn. Es ist echt immer wieder erstaunlich, was für eine Kraft die haben, dass sie da so eine Anzahl an Waggons hinter sich herziehen können. Bemerkenswert. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Karlsruhe Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich dann dort in Fahrtrichtung rechts. Sie haben folgende Anschlüsse: S3 nach Mannheim Hauptbahnhof über Bruchsal und Heidelberg um 6.47 Uhr von Gleis 5. ICE 674 nach Kiel Hauptbahnhof über Frankfurt, Kassel-Wilhelmshöhe, Hannover und Hamburg Hauptbahnhof um 6.51 Uhr von Gleis 3. Sowie zur RB2 nach Biblis über Mannheim um 6.55 Uhr von Gleis 4. Bei den allen hier aussteigenden Fahrgästen möchte ich mich recht herzlich verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag sowie eine gute Weiterreise. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Da steht ein ICE3. Übrigens, insgesamt stehen hier viele ICE, habe ich gerade gesehen, und ich bin schon viel zu schnell wieder. Und das lässt sich ja ganz schnell regeln, ja. So, jetzt fahren wir ein wenig in der Luft. Laut Anzeige da unten. Ah, die Grafik versucht es, aber sie schafft es nicht. So,
So, steht ein ICE2, IC2, sorry. Auch selten gesehen. Also am Anfang war gar kein KI-Verkehr, so gut wie keiner. Und jetzt kommen sie so an, so langsam alle. Naja, gegen Ende des Szenarios, da füllt sich das immer. Wunderschön, diese weichen Geräusche, traumhaft. So, und für uns endet diese Fahrt hier. Das Zugpersonal wechselt. Damit ist nicht nur das Bordpersonal gemeint, sondern auch der Triebfahrzeugführer wird hier in Karlsruhe sein Feierabend finden. Er hat jetzt auch eine lange Nachtschicht hinter sich und darf jetzt auch geschmeidig in sein Feierabend rein. So. Da steht noch eine schöne Baureihe 100, 218. So, wir öffnen die Türen, hüpfen hier aus unserem Führerstand, sehen uns hier noch ein wenig um. Unter anderem dieses wunderschöne 218 838-1. So, und mit diesem Bild verabschiede ich mich von euch für dieses Mal und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nein, macht wie immer gar nichts. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ihr hört mich im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt schöne, schöne Ostern. Ich wünsche euch von Herzen eine schöne Zeit. Feiert schön mit eurer Familie, mit euren Liebsten, mit euren Freunden, wie auch immer. Ich würde sagen, das war's erstmal für diese Woche. Ich glaube nicht, dass jetzt über Ostern was kommt. Ich bin mir noch nicht sicher. Je nachdem, wenn nicht, nehmt es mir nicht übel. Aber ich habe auch noch Familie. Von daher, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bis dann. Bye bye. Vielen Dank für euren Support. Gut gemacht. Während dein Zug nun weiter nach Stuttgart fährt, endet das Szenario hier. Ich hoffe, das Szenario hat dir gefallen. Sobald das Update für Frankfurt-Koblenz von BR280 fertig ist, werden wir Teil 2 und 3 von Mainz bis Köln folgen. Gruß, Jane FE. Ja, vielen Dank dafür. Natürlich sind wir nicht vor allem auf Teil 2 und 3 gespannt. Das kann, wie ich finde, mit Sicherheit genauso gut werden, wenn nicht sogar noch besser. Ihr wartet auch mit Sicherheit sehnsüchtig darauf. Bis es soweit ist, werde ich einfach weitermachen. Immer schön Szenarien von Train FE suchen und euch präsentieren. Also dann mit diesem Schlusswort sage ich jetzt endgültig Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.